Wingardium Leviosa. Oh Gott. Hey, ihr Magie nur als ekelhaftes Gewürz kennenden Ailurophobia-Innen. Das musst du dir jetzt googeln, oder? Heute gucken wir uns etwas an, das mich Nerven für mindestens 25 Lebensjahre gekostet. Meine Prothese ist abgefallen. Also heute gucken wir uns etwas an, das mich Nerven für mindestens 25 Lebensjahre gekostet hat. Denn das hier war ein Paket, das ich nach Ewigkeiten mal wieder aus einem mir bis dahin unbekannten Zollamt holen musste. Und holy shit, wenn man so richtig keinen Bock auf seine Existenz und Menschen überhaupt hat, dann landet man wohl da. Ich hoffe, dass ich da nie wieder hin muss. Naja, zumindest ist es wieder etwas, das ich bei... Kickstarter geshoppt habe. Und ich muss schon sagen, das, was für Schrott früher AliExpress und Co. waren, sind heute Kickstarter und Co. Also Crowdfunding-Plattformen. Kickstarter ist eigentlich das neue China-Schrottportal, nur mit Umwegen. Ich meine, erstens, selbst die dümmsten Sachen sind dort viel teurer und sind auch in 99% der Fälle made in China. Wir brauchen auch meistens zweitens viel länger, bis sie da sind. Falls überhaupt. Ah, und drittens, die Aufmachungen sind nicht ganz so stümperhaft, sondern ein bisschen aufwendiger, sodass ihr zumindest das Gefühl bekommt, in etwas Cooles zu investieren. Oh, Moment, war das jetzt einfach schon zu viel gespoilert für das, worum es heute geht? Denn heute zeige ich euch meine neueste Errungenschaft. Und zwar das Wizard Smart Switch System. Also den Magic Wand Activated Rune Stone und den Magic Wand Activated Smart Plug. Und ein Zauberstab, also ein kabelloses Schaltersystem, das ihr mit einem Zauberstab an- bzw. ausschalten könnt. Und warum ich das für 100 Euro unterstützt habe? Weil ich dumm bin. Warte, erinnere mich gerade irgendwie an diese alten Klatschschalter von früher, nur hoffentlich cooler. Clap on, clap off, the clapper. Ja, wisst ihr was? Lass doch mal gucken, was deren Kickstarter-Seite so zu erzählen hat. Make your home magic. Kontrollier irgendein technisches Ding in deiner Bude. Hauptsache es hat einen Stecker mit einem Zauberstab. Oh. Ein Video. Hi, magic is real. Because if magic isn't real, how come I can do this? Really? But why settle for a remote or voice activation when you can use a magic wand? Can you just Because the infinite possibilities of wands is how come I can do this? Das ist aber ganz schön gefährlich, wenn die ganze Zeit ein Mixer auf volle Dröhnung eingestellt ist und sobald man Strom anmacht. What on earth are you doing now? Wait for it. Okay, that is pretty magical. Okay, also immerhin bemüht. Dinge, die man damit steuern kann. Eine Lampe, ein Weihnachtsbaum, LED-Lampen, Lampen in einer Reihe, noch eine Lampe, noch eine Lampe. Für Erwachsene, für Kinder, für Erwachsene, die sich wie Kinder fühlen. Oh Gott. Der Wizard Smart Switch wurde mit einem ehemaligen Highschool-Lehrer co-designed. Was bedeutet das? Bis zu 32 Runensteine können mit einem Schalter verbunden werden. Die Batterie hält Wochen. Hast du schon einen Zauberstab von Cauldron Co. Company? Wieso? Schon einen Zauberstab? Und alles wurde in-house von den sogenannten Magicianeers. Was? Magicianeering gemacht. Uiuiui, also sind schon dicht am Harry Potter Thema dran und dann mit diesem Magicianeering schon ziemlich dicht an Imagineering von Disney. Konzepte, 3D-Probedrucke, bla. Und die haben eine Foundation. Was ist denn? Okay. Also es ist schon interessant zu sehen, dass die designtechnisch schon so ein bisschen versuchen, an Mina Lima ranzukommen. Das sind ja die, die für all die Harry Potter Designs verantwortlich waren und immer noch sind. Aber es wirkt dann trotzdem so ein bisschen wie Retro-Zirkus. Also irgendwie vielversprechend, aber irgendwie auch kacke. Na dann mal los. Was? Was soll das denn? Ich dachte, du könntest mal was Frisches gebrauchen. Frisch. Na komm jetzt. Deine Mutter ist frisch. Ach, kacke. Also, Hersteller könnten sich mal was Frisches überlegen. Na komm schon. Also. Aber apropos. Sennheiser. Die kennt ihr. Also mindestens aus einem meiner vergangenen Videos. Da gab es einige, in denen ich seit jeher schmachte, dass wir auch endlich mal ebenbürtige Sachen zu deren sonst durchweg ultra geilen Profisachen rausbringen. Mir selbst, ja, da kommt es seit Jahren nichts anderes in die Hose als Sennheiser. Naja, das frische Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set ist das erste Set, das einfach alles an geilen Dingen in einen Karton schmeißt. Und nicht weniger einfach aufzubauen ist.
Wingardium Leviosa. Wenn ihr das Mikro also dran und den Arm für eure Bedürfnisse eingerichtet habt, dann werdet ihr merken, dass ihr euch hier nicht die Finger klemmt und trotz massivem Mikro alles fest an Ort und Stelle bleibt. Und zum Glück ist ein super langes Kabel mitgeliefert, oh mein Gott! Stellt eure Lautstärke fürs Mikrofon oder die Sounds ein und schon könnt ihr alles damit machen, was sonst Zeug wie XLR-Kabel, Interface und bla bräuchte. Hey, ich finde künstliche Intelligenz einfach geil. Hey! Ich finde künstliche Intelligenz einfach geil. Natürlich könnt ihr dafür eure Lieblingskopfhörer benutzen. Aber hier ergänzt sich das Set auch ganz gut, entweder mit dem fancy HD 300 Pro oder, falls ihr es etwas reduzierter, fast schon minimalistisch haben wollt, bieten sich auch die IE 100 Pro an. Also, falls ihr jetzt auch Bock auf all das bekommen habt, dann checkt die weiteren Infos in der Videobeschreibung. Deathmatch. Multikill. Ja. Wir waren ja noch nicht fertig. Okay, also, ist das glossy. Eine Packung wie ein Lutschbonbon. Fangen wir mit dem dicken Ding an, okay? Runestone. Funktioniert mit Zauberstab und Smartplug. Runestone. Runestone. Bla bla bla. Zum Aufladen wird ein USB-C-Kabel benötigt. Nicht mit dabei. Wow, es sieht gar nicht so aus wie in der Kickstarter-Präsentation. Da ist es tatsächlich viel schöner. Süßes kleines Büchelein. Oh mein fucking Gott, ist das klein. That's what she said. German. Bindungszauber. Paaranweisung. Ist es jetzt doch ein Kamasutra-Guide? Stecken Sie den Smart-Stecker des Assistenten in einen Wandauslass? Ja, das passiert bei direkten Google Translate-Übersetzungen. Warum nicht? Warum nicht ChatGPT mal fragen? Quick Start Guide. Das ist doch ein viel schönerer Quick Start Guide. Und dann haben wir in diesem zusammengeklebten Stück Schaumstoff den Runestone. Mein Gott, ist das hässlich. Magnetisch zum Aufhängen für eine Wand wie so ein Bilderrahmen. Und dann der Runestone selbst. Mit umlaufend echt beschissenen Spaltmaßen. Dazu dann hier an, aus bzw. Pairing-Knopf, USB-C zum Laden und das war's. Ich komme nicht drüber hinweg, wie hässlich das hier vorne ist. Klar, das soll der Kessel sein, aber selbst in diesem Vorstellungsvideo auf Kickstarter sah das cool aus. Sieht man hier noch so Klebereste oder so? Das sieht doch kacke aus, Mann. Nichts gegen transparente Technik und so, aber das ist hässlich. Das passt doch null zusammen. Runestone und dann sowas. Aber wirkt zumindest massiv. Da kann man hier so, oh, that's the light. Oh. Was haben wir noch? Wizard Smart Plug. Wizard Smart Plug, Wizard Smart Plug, Wizard Butt Plug. Sieht erstmal aus wie die billigste Scheiße, die man bei Amazon kriegen kann. Und fühlt sich auch so an. Quick Start Guide. Eigentlich das gleiche wie bei einem Runestone, nur anders. Hier noch ein paar Angaben und ja, jetzt kann man das Ganze verbinden. Aber wir haben ja noch was. Eigentlich so ein bisschen das Highlight für mich zumindest von dem Ganzen. Der Zauberstab von The Cauldron Company. Magicianeers of Tailored Wands. Der Rückseite, oh, Dragon and Oak, 13 Inch. Oh, und was sehen meine durch Augenlaser-OP geschundenen Augen? Kein Made in China, sondern ein Made in London? Und wisst ihr auch wieso? Es gibt nämlich eine kleine Anekdote zu diesem The Cauldron. Denn witzigerweise ist, also sind das Bars in London bzw. England, in denen ihr magische Cocktails mixen könnt. Und weil ich ja vorhin von diesem Magic Wand System gesprochen habe, auf deren Seite gibt es noch andere Dinge, die man mit dem Zauberstab bzw. in diesem System aktivieren, benutzen kann. Sogar wohl auch als DIY-Set. Die schreiben auf der Webseite zwar ganz dick, dass sie nichts mit Warner und Harry oder JK zu tun haben, nur inspiriert wurden. Aber naja, man kann sich bei denen zum Beispiel einen Zauberstab bauen mit Dingen, die auch bei Harry Potter gehen. Nur scheinbar ist denn hier alles aus Plastik? Das ist doch irreführend. Naja, und mit diesen Infos ist jetzt irgendwie dieser Zauberstab nicht mehr so geil. Aber lass doch mal gucken. Also zumindest von der ersten Aufmachung her gar nicht mal so ungeil. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie Harry, als er zum ersten Mal seinen Stab in die Hand nehmen durfte. Und damit meine ich nicht das erste Mal Erfahrung mit seiner eigenen Sexualität sammeln. You're a wizard, Harry. Dragon and Oak. So auf den ersten Blick, so auf den ersten Anfasser, kann man wirklich glauben, dass es irgendwie holzartig sein könnte? Aber wenn man so ein bisschen noch mit der Hand hier am Griff herumschmiert, merkt man, irgendwie sind da so zwischendurch ganz merkwürdig scharfe Stellen. Da. Hier sieht man halt von dem 3D-Drucker noch die Druckmuster, die aber auf dieser Seite irgendwie nur so scheiße sind. Auf der anderen Seite sind die schön smooth. Das Ding ist ein bisschen kopflastig, weil hier vorne ist halt so ein kleiner Magnet drin, der dafür sorgt, dass man Dinge tun kann. Und wenn man jetzt in deren eigenen Shop sich so ein Ding zusammenbasteln würde, dann gäbe es noch eine Variante, wo vorne ein Licht mit drin ist. Und jetzt denke ich mir, ja, fuck, das hätte ich eigentlich noch viel cooler gefunden. Was ist das hier? Was ist das? Das heißt also, ich muss mich jetzt eigentlich mit dem hier zufrieden geben.
Jetzt will ich damit irgendwas anmachen. Oh, shit. Geht noch. Erstmal paaren. Jetzt 2 Sekunden drücken. Und jetzt einmal hier drücken. Oh, es blinkt. Weil es geht aus, aber nicht an. Das ist doch... Es ist ein Lichtausschalter, oder was? Das muss doch... gehen. Wieso? Wieso geht das auf einmal? Immerhin. Es funktioniert jetzt. Es kann aber auch irgendwas anderes Magnetisches sein, wie zum Beispiel hier die Verbindungselemente einer Actionkamera. Es ging aber auch die Rückseite von Smartphones. Keine Ahnung, ob es wegen der Ladespule ist oder so. Sorry, aber... Nee. Ich meine, wofür soll das gut sein? Außer für ein Cosplay, bei dem der Runenstein der Brustansatz eines Harry Potter Iron Man sein könnte. Ich meine, das Ding ist am Ende nichts anderes als eine 300 Jahre alte Funksteckdose, nur mit etwas coolerer Fernbedienung. Und einem Magneten natürlich, die by the way auch noch ziemlich genau in der Mitte platziert werden muss, damit dieses Magnetsystem anspricht. Ja. Na gut, aber bleiben wir fair. Falls ihr mal mindestens 100 Euro übrig habt und damit einen magischen Themenabend planen solltet, dann verlangt wenigstens Eintritt für euren Zaubershop für Arme, damit es im Geldbeutel nicht so wehtut. Denn Spaß macht das hier auf keinen Fall. Und magisch ist es nur, solange ihr euch selbst belügt. Mhm.